Hallo, hier ist Martha und wir sind gerade am Bahnhof und bald geht es auch schon los zum Weltjugendtag. Das dauerte auch gar nicht so lange, nach ungefähr 19 Stunden hatten wir Polen erreicht. Wir sind gerade irgendwo in Polen und das ist die letzte Pause, die wir machen. In 3 Stunden circa sind wir dann in Krakau und Umgebung und teilen uns in Gruppen auf und werden dann bei den Gastfamilien sein. Und das ging auch alles sehr schnell, die ersten Eindrücke überwältigend. Ich war von mir aus gesprochen ja sehr überwältigt von dieser Gastfreundlichkeit, die uns entgegengebracht wurde. Super freundlich, diese Leute sind einfach... Diese Polen. Also an Essen mangelt es nicht und Trinken auch nicht. Da kriegen wir schon genug. Es ist, als ob ich einfach meine Familie besuchen würde. Weil die waren besonders total herzlich, haben uns gleich umarmt. Wir sind gerade unterwegs durch die Dörfer und sind gerade in einem Pferdestall. Und ich glaube, alle haben ihren Spaß. Pfarrer Jacek organisiert die Tage der Begegnung in der Pfarrei Wojowkowa und das mit Freude. No to jest bardzo piękne spotkanie tutaj ludzi młodych. Das ist ein wunderschönes Treffen der jungen Menschen hier. Gleichzeitig zeugt das ja auch von einem tiefen Glauben. Das ist ein lebendiges Glaubenszeugnis, das uns zeigt, dass junge Menschen sich durchaus auch aufopfern können. Denn, seien wir ehrlich, eine solche Reise ist auch mit Kosten verbunden. Man opfert seine Freizeit und ja, auch die Reise ins Ausland kostet Geld. Und das alles, um bei diesem großen Fest, dem Weltjugendtag, dabei sein zu können.